Der Weg ist das Ziel. In erotisch feuchten Windeln unterwegs. Antonia befindet sich mit Freund Johannes auf dem Weg in den Urlaub. Sie reisen in seinem VW-Bus, tragen knisternde Windeln und machen diese im ersten Stau reichlich nass. Gegenseitig fühlen sie in ihren feuchten Schoß hinein. Dieses weckt die Lust und verführt sie zu einem ungeplanten Stopp und spontanem Sex auf dem Rastplatz. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de.